Hallo und herzlich willkommen aus dem Taunus. Hallo und herzlich willkommen aus dem Outback. Ihr seid gelandet bei The Car Crash Review. Und ganz am Anfang, bevor es losgeht, abonniert den Kanal. Sonst bekommt ihr hier diesen Baum ab. Nee, Quatsch, es lohnt sich für euch, denn hier gibt es jeden Tag neue Karren von mir, von Jesse, sonntags ein Halo, also ein Highlight-Video mit uns beiden, wo wir uns mal was Kreatives einfallen lassen. Und jetzt geht's auch los mit dem Auto, was ich euch heute vorstellen werde. Da hinten ist gerade der Ast umgefallen. Ich hoffe, Jesse hat es jetzt drauf. Und ich zeige euch die sechste Generation des Outbacks unter den Outbacks. Hier steht da der Subaru Outback. Und dieses Auto ist ein Sports Utility Wagon. Will vor 20 Jahren diese Klasse etwa gegründet haben. Und ich stehe auf dieses Auto. Warum? Das seht ihr jetzt. Warum der Sinn macht, wie viel Böschungs-, Neigungs-, Rampenwinkel der hat, ob wir hier wirklich durchs Gelände fahren, wie auf der Straße liegt, wie die neue Plattform ist, wie der Innenraum des Infotainment ist. Ja, eigentlich alles zu dem Auto erfahrt ihr hier von mir in diesem Review. Ich bin der Jan. Wenn es euch gefällt oder gefallen hat, abonniert den Kanal, würde mich freuen. Und dann bekommt der Outback hier einen kleinen Kuss von mir. Mua. Ja, ganz am Anfang spreche ich über unseren Kooperationspartner, das ist GoLeasy. Was machen die? Die Jungs vergleichen unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen für euch den garantiert besten Preis. Schaut da vorbei. Das ist eine gute Sache. Und wenn wir jetzt hier stehen, dann erzähle ich euch natürlich was zur Historie. Dieses Auto gibt als Legacy Outback schon seit 1996. Und wer war das erste Werbegesicht für dieses Auto? Crocodile Dundee. Niemand weiß, wie der Schauspieler heißt, aber der passt natürlich besser in dieses Auto als jeder andere, den man sich vorstellen kann. Inzwischen steht der hier in sechster Generation schon, was krass ist. Die kommt im Mai, also jetzt 2021, auf den Markt. Was ganz nebenbei vielleicht auch der Grund ist, warum wir euch den vorstellen. Und wer jetzt denkt so, Alter, für ein SUV ist aber der relativ flach, für ein Kombi ist der relativ hoch. Was soll das? Subaru kennt ich nur so als Jäger-, Förster-Marke, als Wald- und Wiesen-Auto. Der täuscht sich. Die Idee hinter dem Auto ist, dass der Vertreter mit dem fahren kann und wenn er dann irgendwie am Wochenende vielleicht in den Wald, vielleicht auf sein Feld will, dann kann er den auch nehmen. Ich komme aus dem Schwarzwald, ich kann das alles sehr gut nachempfinden. Und Subaru selbst sagt ja, wir haben vor 20 Jahren etwa diese Offroad-Schlechtwege-Kombi-Klasse gegründet. Viele kennen Subaru ja nur wegen Offroadern und wegen dem WRX wahrscheinlich. Aber Audi hat da vielleicht auch ein bisschen was dagegen mit ihrem A4 Allroad. Und dann gibt es ja noch den Passat Alltrack. Wir haben den Volvo V60 Cross Country. Ganz neu haben wir euch den Skoda Octavia Scout vorgestellt. Aber jetzt hier eben dieses Original. Und das Original steht jetzt auf der neuen Plattform, die der Konzern 2018 eingeführt hat, auf der auch der Forester ist. Die Subaru Global Plattform SGP, genau. Aber wer jetzt denkt, dieses Auto, okay, das wird die Menge erreichen, ja, der irrt, weil, naja, 2020 wurden irgendwie 560 Stück in Deutschland davon verkauft. Man plant jetzt 2021 mit dem neuen Modell 750 Stück, sind immerhin 35% etwa mehr. Aber dieses Auto ist wie Crocodile Dundee in Nordamerika ein Star. 2 Millionen mal weltweit verkauft, 6-stellige Verkaufszahlen da, der kommt richtig gut an. Und vielleicht kann ich euch davon überzeugen, dass dieses Auto ja doch mehr drauf hat als euer A4 Allroad, Alltrack, Cross Country, wie auch immer das alles heißt. Aber jetzt machen wir das erstmal ganz solide und sprechen über die Optik. Und ganz ehrlich, dieses Auto am Anfang, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe mich vorbereitet, gesagt, SUV, was soll denn das? Für ein SUV zu klein, für ein Kombi zu hoch. Und der ist am konsequentesten von diesen ganzen Allroad-Modellen, so nenne ich sie jetzt mal, durchdesignt. Weil er ist doch relativ hoch, er steht mit 21 cm
Quadratmeter doch relativ hoch und man hat halt mega viel Platz und ist eine richtige SUV-Alternative, was ich ja gut finde, weil ich sage ja in jedem Video, es muss nicht immer ein SUV sein. Also, wie groß ist er? Denn darum geht es im Leben, wie groß ist er? 4,87 Meter ist er lang. Damit 5 cm länger geworden durch die neue Plattform. 2,75 Meter ist der Radstand, die ist gleich geblieben, also der Radstand ist gleich geblieben. 1,88 Meter ist er breit, 3,5 cm breiter und 1,68 Meter hoch, etwa 1 cm höher. Trend, Active, Exclusive Cross und Platinum sind die Ausstattungsvarianten. Hier ist Platinum drauf. Ja, Crystal White, die Farbe hier, kostet 690 Euro. Dann gibt es noch so ein Autumn Green. Ich würde dieses Auto immer ein Autumn Green kaufen, weil ich finde, das passt halt mega gut zur Marke. Ich finde auch hier Platinum geil, weil ich euch alles zeigen kann. Aber Exclusive Cross hätte ich euch vielleicht noch ein Mühe lieber gezeigt. Was ist jetzt neu? Ja, die Haube ist gefühlt ein bisschen länger, finde ich. Ja, wir haben hier so ein bisschen anderen Kühler-Grill-Inlay hier vorne, sehr zurückhaltend, Subaru-Zeichen drauf, Kamera nach vorne. Ne? Und vor allem neu sind hier diese kantigeren LED-Scheinwerfer. Outback steht hier auch nochmal drauf, Crocodile Dundee, was wäre er stolz. Und mit Plastikbeplankung hat man bei dem Auto auch nicht gespart. Ne? Schaut mal hier unten, so eine Chromeinfassung hier, die Nebelleuchte, so ein ja, Plastikunterfahrschutz und hier ganz viel robustes Plastik, das ist ja krass. Selbst hier dann in der Seite drin überall Plastik. Und jetzt schauen wir uns dieses Auto mal an. Und ganz ehrlich, ich bin 1,88 groß und der Bock hier ist eine richtige Erscheinung. Ohne Scheiß jetzt mal. Ne? Ja, der Rampenwinkel liegt bei 21 Grad, Böschungswinkel vorne 19, irgendwas, hinten 22, irgendwas. Also das ist schon ganz gut, aber entscheidend ist, ja, hier die Bodenfreiheit. 21 cm ist nochmal ein Zentimeter gewachsen im Vergleich zum Vorgänger. Und dieses Auto hat auch das, naja, optische Zeug jetzt hier, würde ich einfach mal sagen, zum Lifestyle-Klassiker, weil Plastik hier im Schweller Outback steht hier bis nach hinten. Und dann haben wir nur 18 Zoll Felgen, also hier ist eine 18 Zoll Felge drauf. Ich kann euch zu den Ausstattungen gar nicht so viel sagen, weil der Konfigurator ist noch gar nicht fertig, Stand jetzt. Und was krass ist, hier oben dieser riesige Dachträger. Ne? Und diese Exclusive Cross Version, die ist ja so ein bisschen für noch offroadigere Typen gedacht. Kleiner Michael Jordan Einwurf, schaut mal, ich bin ja doch eher der MacGyver Typ. Und jetzt schaut mal, was ich hier gefunden habe, was man hier machen kann. Nämlich ganz flexibel hier diese Dachträger verstellen. Das heißt, ihr könnt das hier raus machen, dann da drüben rein oder hier rein und so festklippen. Und so hätte man dann halt die Möglichkeit, ja nochmal anders irgendwie Dinge da oben zu transportieren. MacGyver. Generell war beim Auto ja wichtig, dass der immer noch Allrad haben soll in der Entwicklung, immer noch eine hohe Zuglast, immer noch eine hohe Dachlast. Ich glaube, hier sind es jetzt 65 Kilo Dachlast. Die Exclusive Cross-Version hat 100 Kilo und über 300 Kilo im Stand, heißt perfekt für Kanus da oben drauf, für ein Dachzelt. Also wollt ihr auf dem Auto zelten, Exclusive Cross ist dann euer Ding. Aber ansonsten finde ich das hier auch geil, weil es halt wirklich mal was anderes ist. Silberne Spiegel habe ich euch gezeigt. Ganz typisch ist hier diese Chromumrandung um die Fenster, hinten abgedunkelte Scheiben, das ist typisch. Endlos langer Radstand und wir haben natürlich weiter einen Allradantrieb. Ich habe das Auto jetzt in Weiß ausgesucht, weil Weiß Autos tendenziell eher größer macht, Schwarz eher ein bisschen kleiner optisch. Aber wie gesagt, Grün ist auch ganz schick. So, hinten Dachkanten-Spoiler haben wir hier, abgedunkelte Scheiben. Ne? Und dann male ich kleines Herz hier hinten rein, weil wir waren schon so ein bisschen, naja, zumindest da, wo es staubig ist mit dem Auto, hat alles funktioniert. Symmetrical Allrad, Subaru steht hier, Zeichen hier, Outback steht auf dieser Seite. Tank vielleicht noch ganz entscheidend. 63 Liter Tank, hier ist er, auf dieser Seite, hier nichts Plug-in und so. Ne? Leuchten hinten sehr groß, sieht man halt, japanische Marke. Und dann Endrohre, nicht so Fake-Endrohre wie das, was manche Volkswagen-Konzern-Leute gerade machen, sondern hier kommt es echt raus. Und hier wieder so ein Unterfahrschutz. Was jetzt interessant ist, der zieht 2 Tonnen. Das ist gut, nicht überragend, aber gut. Und das Kofferraumvolumen ist, schaut es euch mal an, ja, würde ich sagen, mehr als ausreichend. Also ihr habt da richtig viel Platz
Um ehrlich zu sein, ich muss es nachschauen. Kann ich euch nochmal vorlesen. Böschungswinkel vorne 19,7 Grad, hinten 22,6, Rampenwinkel 21 Grad. Kofferraum 561 bis 1822 Liter. Ist relativ auf dem Niveau vom Vorgänger. Und jetzt schaut es euch mal an. Großartig. Erstmal hat man hier so eine Ladesicherung, was gut ist. Allmanns lieben diesen Trick. Könnt ihr dann auch so hoch machen zum Beispiel. Oder wenn es euch auf die Nüsse geht, einfach weg. Und dann könnt ihr auch hier dieses ganze Teil rausnehmen. Da hinten hat man dann noch so Stopper drin. Und schaut mal hier, so funktioniert das. Da oben ziehen. Ganz einfach. Wenn ich es hinbekomme, schafft ihr das auch. So. Da drin Kofferraum, hier seht ihr schon, wir haben hier eine Harman-Kardon-Anlage. Klar, ist ja auch Platinum, ne? Und jetzt haben wir hier eine 12-Volt-Steckdose zum Beispiel. Hier sind so mega kniffige kleine Dinger, da könnt ihr dann euer Wildschwein oder euer Sakko aufhängen, wenn ihr das wollt, zum Beispiel auch. Und jetzt interessant ist auch hier unten drin, schaut mal, ganz typisch für Subaru hier diese zwei Elemente. Ihr könnt aber auch das ganze Teil rauslegen und dann kann euer Wildschwein da unten ausbluten. Ich weiß nicht, ihr seid keine Jäger wahrscheinlich, ne? Schauen Jäger meine Reviews? Ich weiß es nicht. Naja, was wir jetzt allerdings machen, hier vorgespannt, schaut mal, einmal ziehen, nochmal ziehen. Hier wäre wieder so ein Haken, ne, wenn ihr echt hier was aufhängen wollt. Und jetzt habt ihr natürlich ein Kofferraumparadies. Wisst ihr, was ich mache? Ich kann hier hinten schlafen, sogar zu zweit, was echt interessant ist. Ne? Hier hinten haben wir auch noch mal so einen Anschnaller, seht ihr dann da. Aber das ist natürlich richtig gut, wir haben nahezu keine Stufe, unglaublich viel Platz hier hinten drin. Das ist richtig gut. Eigentlich wollte ich mich nie in den Kofferraum legen, in Auto Rivers, habe ich mir mal geschworen. Ja, das hat jetzt natürlich nicht so gut geklappt, ja. Hinten übrigens, die Leuchten sind auch neu. Schaut euch gerne mal das Vorgängermodell an. Ich mache euch noch ein Schnittbild drüber, wenn ich eins finde. Und jetzt springe ich mal auf die Rückbank, weil da hinten durch den langen Radstand ist richtig viel Platz. Kommt mit. Und wenn ihr jetzt mal hier guckt, seht ihr, der Outback ist ein Familienfreund. Kinder hätten sich vielleicht noch gefreut über ein Panoramadach bis nach hinten. Aber was jetzt natürlich schön ist, das schaut mal hier. Könnt ihr die Neigung verstellen von diesem Sitz. Und das ist natürlich richtig gut, weil kennt ihr noch so Urlaubsfahrten in Kackautos als Kind, wo ihr da hinten dann so ganz steif gesessen seid, so ist ätzend. Und da hätte man sich immer gewünscht, dass man das hier machen kann. Eigentlich hätte man sich noch gewünscht, dass man die Rückbank ganz vor- oder zurückschieben kann, ist jetzt hier nicht so. Dafür hat man hier hinten eine Sitzheizung und man kann unabhängig voneinander oder vom anderen das Handy laden. Sorgt dafür, dass die Kiddies sich hinten halt nicht den Schädel einschlagen, tendenziell eher am Auflage hier. Und das ist ganz lustig gemacht. Ach, kennt ihr das? Wartet mal. Dieses Gefühl, sowas abzureißen, gibt nichts Besseres. Hier ist der Cupholder. Ziemlich nobel, ziemlich edel, ziemlich gut gelöst. Und auch die Sitze hier, die sind sehr, sehr weich. Ohne Scheiß, sind echt bequem hier. Hier haben wir Isofix. Und ich habe hier diese Sache gefunden. Der könnte, wenn er die Sitze da irgendwie drauf baut. Ich habe keine Kinder, noch nie ein Kindersitzenauto gebaut, aber das drauflegen. Und das soll es dann irgendwie schützen. So, aber Platz hier hinten. 1,88 bin ich groß. Mega heller Himmel. Hier, oh shit, Handle. Und jetzt schauen wir mal zusammen in die Tür. Eine Sache, die ich nie verstehen werde, sind diese roten Knöpfe. Habt ihr die noch irgendwo übrig gehabt im Werk? Das macht man noch nicht mehr. Weil insgesamt ist die Tür mit dem Griff hier sehr weich, sehr gut verarbeitet, tolle Materialien. Da kann sich der VW-Konzern ein bisschen was abschneiden noch. Klar, hier unten Hartplastik, aber weniger als beim Volkswagen. Schlechte Tendenz mit VW, was das angeht. Aber die Jungs machen ja auch sonst ganz schön viel richtig. So, der Herr Autotester hat jetzt auch gefunden, wie die Motorhaube vorne aufgeht. Bevor wir die aufmachen, Auto ist ein richtiger Star wie Crocodile Dundee in Nordamerika. Da hat der noch eine 264 PS Version mit viel Drehmoment. Das ist auch ein Saugboxer, aber mit Turboaufladung hat er jetzt nicht. Warum nicht? Das ist ein 2,4 Liter. Wir haben jetzt hier einen Otto-Partikelfilter drin, okay? Und in Deutschland gibt es halt eben diese Flottenverbräuche, die man erreichen muss. Und das weiß Subaru, kleiner Hersteller. Also bieten sie nur
den Boxer hier, den Saugboxer an. Hier ist er. Und bevor wir jetzt über den lästern, nein, es gibt nichts zu lästern, Leute, es gibt nichts zu lästern bei dem Motor, schauen wir uns ihn einfach mal an. Der passt hier richtig gut rein, sehr aufgeräumt, sehr schön, wertige Arbeit Subaru aus meiner Sicht. Sprechen wir über das Gewicht vom Auto erstmal. 1646 Kilo. Ja? Und dieser Motor ist ein 2,5 Liter Saugboxer, so nennt man das, ne? Vierzylinder, verbunden mit einem CVT-Getriebe mit 8 Gangstufen da drin. Ja, Allradantrieb, intelligentes haben wir sowieso. Der hat 169 PS, ist nicht wirklich viel, der hat auch nur 252 Newtonmeter Drehmoment, ist auch nicht wirklich viel und deshalb beschleunigt er auch nur in 10,2 Sekunden auf 100, wird 193 km/h schnell und hat einen Normverbrauch von 8,6 Liter. Was könnte jetzt trotzdem für so einen Saugboxer sprechen im Vergleich zu einem kleinen 3-Zylinder-Turboaufgeladenen Motor? Naja, man geht davon aus, dass die vielleicht ein bisschen langlebiger, ein bisschen robuster sein könnten. Zur Langlebigkeit kann ich euch nichts sagen. Eine Sache, die mich überrascht und die mich auch so ein bisschen enttäuscht ist, wir haben euch zum Beispiel im Forester ja auch den E-Boxer, also mit E-Unterstützung vorgestellt. Schaut euch gerne mal das Review übrigens an, wenn euch das interessiert. Gibt es jetzt hier nicht. Ich hätte gern die Wahl, ehrlich gesagt, oder zumindest zwei Motoren. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Innenraum an und dann schauen wir uns mal an, wie sich dieses komplette Paket fährt. Und vielleicht gibt es dann ja auch gar nichts zu motzen. Ne? Vielleicht ist das ja the one and only. Kommt mit. Ja, kommen wir Crocodile Dundee-mäßig hier zum Innenraum. Eigentlich hätte ich noch so einen Hut gebraucht hierfür. Und ich habe auch so ein bisschen schmutzige Finger von dem Baum, den ich da fallen lassen. Aber vielleicht nicht so die gute Idee. Aber jetzt erkläre ich euch den Innenraum. Und das ist eine lustige Mischung aus flexibel, robust und Tesla. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann bleibt er jetzt dran. Und beginnen will der Autor erstmal mit dem Glasdach. Weil das findet Crocodile Dundee gut. Da bekommt er seinen Cowboy- oder Mexikanerhut da oben raus und kann vielleicht noch den einen oder anderen Vogel fangen bei der Fahrt. Ja, und hell macht es das Ganze hier drin auch. Hier kann man einfach zuziehen und spart sich die elektrische Jalousie, finde ich irgendwie auch viel praktischer. Sitze ist voll geil hier drin, weil Platinum heißt, wir haben hier fein Nappa-Leder. Mega. Die anderen Ausstattungen bekommen teilweise auch Leder, teilweise kostet es 3000 Euro, aber dieses fein Nappa-Leder hier, mein lieber Scholli. Die geben nicht den besten Seitenhalt, da kann man ein bisschen dicker drin sein und kann trotzdem noch bequem fahren, sind allerdings schweinebequem. Und was man anders denkt hier drin, ist so dieses Innenraumkonzept. Das ist nicht mehr so zum Fahrer geneigt, sondern alles irgendwie eher gerade hier. Wir haben hier so eine Ebene, was cool ist, die ist so gummiert. Ja. Haben hier ein Handschuhfach. Hier vorne wirklich, also alles echt einigermaßen weich, weich verkleidet, wertig. Ohne Scheiß, das ist wichtig. Schaut mal in die Tür. Klar, da haben wir oben wieder diesen hässlichen roten Knopf. Dann haben wir drunter so ein bisschen Klavierlack, Plastik in Silber. Wenn ihr mal in die Tür da reinschaut, in den Griff, ist so eine komische kleine Nische da drin. Unten bekommen wir sehr schöne Flasche und das sehr praktisch Harman-Kardon-Anlage. Ja, kann sich VW vielleicht in manchen Bereichen was abschauen. Schöne Einstiegsleiste, Outback-Fußmatte, kostet glaube ich 85 Euro. Fußmatte. Ich habe elektrische Sitze. Ist der hier auch elektrisch, Jessie? Ja. Jessies Sitz ist auch elektrisch. Wir haben uns jetzt geeinigt, sie darf auch mal was sagen. Also wenn sie filmt, ist es okay, hoffe ich. So, hier bekommt der Animal Hunter seine Brille unter. Innenspiegel automatisch abblendend. Und die Mittelkonsole ist relativ dick, schönes, dass Jessie hier auch nochmal irgendwie was unterbekommt. Wir haben hier einen Cupholder, der sehr dick ist. So sieht er übrigens aus. Der Outback Schlüssel. Und dann haben wir hier so ein Fach, wie bei Mercedes früher, dass man so öffnen kann, dass es mal groß und mal kleines. Gangwahlhebel vom CVT-Getriebe ist hier. Und ganz spannend, das Eyesight-System hier. Der guckt wirklich, ob meine Augen schön auf die Straße schauen. Schaue ich nur eine Minute rüber oder mach's die Augen zu lang zu, warnt mich dieses Auto. Und auch spannend, wir haben kein Head-Up-Display hier drin, aber dafür hier vorne so drei Ampelpunkte, die wir dann später bei der Fahrt erkennen werden. Jetzt würde ich sagen, kommt Jessie mal rein. Macht die Tür zu, weil das ist wichtig. Und jetzt schaut mal hier, die View-Taste. Haben wir für die Felgen rechts, also auf der Beifahrerseite, so eine eigene Kamera außen. Mega praktisch. Schaut mal hier oben wieder.
So hat man dann einen schönen Felgenschutz. Und ja, damit mache ich auch keine Felgen kaputt, hoffe ich. Elektrische Parkbremse hier, AUX-Stecker hier, USB-Stecker hier, manuelle Gasse hier, das ist es. Und jetzt das Lenkrad, vielleicht ganz interessant. Für viele vielleicht überladen, hier ist alles für die Sprachsteuerung, um das Telefon anzunehmen. Und hier haben wir dann den Abstandsregeltempomaten zum Beispiel, den Abstand kann man hier einstellen. Spurhalteassistent, Lenkradheizung, hier unten geht sie an. Und eine Sache, die ich kritisieren will, ist nicht, dass man hier hinten den Kofferraum aufbekommt zum Beispiel, sondern... Also wir haben kein digitales Cockpit. Links die Drehzahl, auf der anderen Seite die Geschwindigkeit. Das wird mich nicht so sehr stören. Aber hier unten, schaut mal auf diesem Info-Knopf, da drücke ich drauf und habe auf diesem kleinen Display da oben vom Bordcomputer hin zu den Geräten, die verbunden sind, hin zu einem Kompass. Doppelter Bordcomputer hier drin. Also ich weiß gar nicht, was da alles drin ist, warum man probiert, alles da drin unterzubringen, was es irgendwie so gibt. Aber ich habe halt wahnsinnig viele Informationen, die ich da unterbringen kann. Stört mich ein bisschen. Ist mir zu viel. Andererseits ist es okay. Den Trip kann man da auch nochmal resetten. Hier auf diesem Knopf ist ein bisschen oldschool. Ne? Und Lenkrad kann ich in alle Himmelsrichtungen verstellen. Die 8 Stufen, die man dem CVT gegeben hat, kann man hier verstellen. Aber ich glaube, das Highlight hier drin sind die Assistenten, die Kameras übrigens auch nach vorne, was spannend ist, und dieses 11,6 Zoll große System hier. Weil, das ist wie bei Volvo oder Tesla aufrecht stehend. Ja, Subaru verspricht, soll funktionieren und intuitiv sein wie ein Handy. Und erstmal haben wir hier wirklich dann nur ein Display. Ist ja schon mal ein Fortschritt, ne? Hier haben wir den X-Mode, den wir da einstellen können zum Beispiel. Beschleunigung, Verbrauch, Winkel, wie das Auto steht, sieht man hier. Nicht belegt, Bluetooth. Ja, ganz interessant. Und dann haben wir hier eben die Karte. Ich glaube, in den niedrigen Ausstattungsvarianten ist das immer schon Serie, nur das Navi kostet dann teilweise Aufpreis. Radio haben wir hier, zum Glück auch noch ein Drehregler für laut oder leiser oder fürs Tune oder hier, wenn man vorne oder hinten die Scheiben dann kühlen will oder hier noch für die Temperaturtasten. Aber sonst kommt der Innenraum echt mit sehr wenigen Tasten aus. Hier, schaut euch das an, Telefon, Apple CarPlay, Android Auto gehört zum guten Ton. Apps haben wir auch hier drin dann zum Beispiel. Fahrzeuginfo ist interessant. Schaut mal hier, seht ihr dann den Winkel, wie das Auto steht, den Antrieb, die Wartung hier. Und man sieht immer genau, wo es dann ist. Ganz interessant. Einstellungen haben wir hier. So. Und dann vielleicht noch für euch hier Fahrzeugsteuerung. Der X-Mode, der Allradantrieb, Schneeschmutz normal. Gibt es nochmal hier, kann man einstellen. Beschleunigung. Der Geschwindigkeitsregelung in 4 Stufen kann man einstellen. Automatisch halten, mitlenkende Scheinwerfer, das ist alles hier. Erinnerung, Blick auf den Rücksitz. Ne, im Rücksitz ist nichts. Wir müssen jetzt nochmal die Zündung anmachen. Ich glaube, das ist aber mein Fehler, weil die einfach schon zu lange an ist. So, Zündung hier an. Fahrassistenten, vorausschauender Notbremsassistent, Notfallassistent, Verkehrserkennung hinten. Vorne gibt es das auch noch, Fahrerüberwachungssystem hier, Geschwindigkeitsassistent und andere. Ihr seht schon, wie viel hier drin ist. Hier unten haben wir dann noch alles für die Sitzheizung und so. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und für die Klima dann hier. Aber das ist schon wirklich ganz gut, kleines Fach nochmal hier vorne. Was ich jetzt sagen würde, ist, dass wir endlich losfahren. Ja, kommen wir zum Fahren und ich sage euch ehrlich, eigentlich habe ich gedacht, ich fahre mit euch in Taunus, hier können wir so Offroad rumfahren. Aber ist hier gar nicht so einfach, weil tausende Wandersleute hier unterwegs sind und das verboten ist teilweise. Aber jetzt habe ich hier eine kleine Stelle gefunden. Hier fährt schön Subaru rein und bei Fahrzeuginfo habt ihr halt hier diese Neigungsanzeige. Das ist ganz interessant, die lasse ich jetzt einfach mal drin. Da oben können wir dann noch den Allrad einstellen. Matsch. Ich weiß, warum ich das tue. Und jetzt schaut mal hier. Aha, da ist die Bodenfreiheit nicht hoch genug. Das hat auch Jesse gemerkt. So, du willst da doch nicht runterfahren. Das wird vermutlich auch nicht gehen, zumindest wenn man Subaru das Auto so zurückgeben will, wie wir es auch bekommen haben. Rückfahrkamera habt ihr gesehen. Und jetzt seht ihr hier ganz schön die Verteilung vom Allrad, Tiefschnee, Matsch und auch die Neigung. Wir fahren jetzt einfach hier von unten rein. Und das ist spannend, weil guck mal, das sieht jetzt so wenig schwierig aus, aber es ist schwierig,
weil das ist richtig tief hier. Ich bin ja selbst Schwarzwälder und schaut mal, wie es einem hier drin rumwirbelt. Ich wollte eine kleine Offroad-Passage mit euch machen und das ist richtig anspruchsvoll hier drin. Ja, guckt mal, hier arbeitet sich gut nach hinten. Und der Allrad hier drin ist richtig gut und ich hätte gar nicht gedacht, dass der nicht jetzt schon aufsetzt. Er tut es nicht. Die 21 cm sind echt ganz schön viel. Und selbst hier auf Matsch rutscht der kaum. Richtig interessant. Jetzt können wir hier auf Normal stellen, weil wir sind aus dem Gelände raus. Ich fand, das gehört bei einem Auto, das Outback heißt, irgendwie dazu, dass wir das machen. Und jetzt fahren wir hier normal. Schaut mal hier. Und ich glaube, das ist so das Einsatzgebiet von dem Auto. Es geht nicht darum, dass ihr hier mitten durch einen Taunus fahren könnt mit einem richtigen Offroader oder dass ihr mitten einmal über den Schwarzwald kommt, sondern es geht darum, dass ihr so Feldwege meistern könnt, dass ihr auch mal über einen Ast fahren könnt, ohne dass das Auto auseinanderbricht und dass ihr auf gar keinen Fall halt stecken bleibt. So, und wenn man das Auto hier jetzt fährt, dann ist es interessant, weil die neue Plattform tut dem richtig gut. Der Radstand ist zwar gleich geblieben, aber obwohl der, ja, ich glaube, es sind fast 13 mm, also ein Zentimeter eben höher geworden ist als der Vorgänger, wenn man jetzt hier so Kurven fährt, ne, da wankt nichts. Ne? Der liegt sehr kultiviert auf der Straße und ist sehr ruhig hier innen, sehr gut gefedert aus meiner Sicht. Und wenn ihr jetzt hier drin seid, dann wisst ihr das halt einfach relativ direkt zu schätzen, dass ihr hoch sitzt. Auch im Gelände übrigens. Hoch sitzen, Sitz ganz hoch, ist wirklich eine gute Sache. Ja, CVT-Getriebe hier, da kommen wir gleich zu. Lenkung. Die ist jetzt nicht brutal direkt, aber auch nicht brutal synthetisch. Die ist okay, würde ich mal sagen. Aber jetzt sind wir ja hier auf einer der bekanntesten Motorradstrecken, glaube ich, deutschlandweit. Ich fahre hier mal durch und gebe mal Gas. Und jetzt hört ihr schon, was ich euch vielleicht erzählen will. Ja, dass ich einen Blinker nicht ausbekomme. Warum eigentlich? So. So, jetzt habe ich es geschafft. Blinker ist aus. Also, wir bremsen mal runter. Und obwohl es bergunter geht, das Auto wiegt ja 2,65 Tonnen. 1,65 Tonnen, sagt Jesse. Natürlich 1,6. Jetzt sind wir auf 80. Was ist passiert? Naja, das Ganze klingt eben so ein bisschen angestrengt. Die Verbindung von CVT und dem Saugboxer-Motor hier drin, die braucht auch Anstrengung und Drehzahl, dass dieses Auto einigermaßen vom Fleck kommt. 10,2 Sekunden sind auch kein bombastisch guter Wert, ehrlich gesagt. 193 km/h auf der Autobahn reicht völlig. Kaum Windgeräusche auf der Autobahn. Der liegt richtig gut auf der Autobahn. Was interessant ist, schaut mal, wenn ich jetzt hier über die Linie fahre, dann haben wir hier dieses EyeSight-System. Auch wenn ich zum Beispiel weggucke, müsst ihr mich gleich warnen. Ja, jetzt genau, habt ihr es gesehen. Bitte nach vorne schauen, was interessant ist. Und wenn ich jetzt über die Linie hier fahre, dann blinkt das da vorne in so einem Ampelsystem. Das ist am Anfang komisch. Eigentlich wünscht man sich ein Head-Up-Display. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran und dann findet man es eigentlich ganz gut, ganz intuitiv. Und klar, natürlich, wenn man hier jetzt sagt, guckt mal, hier die Spur halten nach vorne. Und ja, den Abstand zum Vordermann einstellen, Hände weg. Das funktioniert richtig gut, dieser Abstandsregeltempomat hier drin. Der macht auch echt Spaß, weil er nicht schlechter ist als das, was Volkswagen macht, was ich gut finde. Ja, ich fasse mal zusammen. Hochsitzen, enormer Komfort, Offroad-Tauglichkeit hier drin. Das Einzige, was so ein bisschen stört, ist der ein bisschen zu schwache Motor aus meiner Sicht. Aber ansonsten gefällt mir das schon sehr gut. Auch interessant ist natürlich hier dieser Knopf, ne, für die Kamera. Wendekreis ist überraschenderweise auch ganz gut. Das machen wir da unten mal noch. Nur wenn man jetzt hier halt mit dem Motorradfahrer irgendwie mithalten will, ist schwierig. Aber spätestens, wenn man dann so im Gelände ist, dann schnallt der ab, ne? Und was ich euch jetzt hier mal zeigen kann, ist, ich drehe mal hier. Wir fahren mal ein bisschen schneller in der Kurve. Nein, geht nicht. So, und beschleunigen einmal nochmal nach oben durch, sagen auch gar nicht so viel. Auto liegt gut auf der Straße, wirklich. Nur CVT, immerhin mit 8 Stufen Motor, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ehrlicherweise,
ist ja die Tendenz eh dahingehend, dass die Motoren alle immer kleiner oder dann rein elektrisch werden. Aber was ich jetzt mache, ist euch Crocodile Dundee-mäßigen Fazitsatz. Kommen wir zum Fazit und ihr fragt euch, warum steht der Typ da mit diesem Baum? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich euch zeigen will, dass Crocodile Dundee und MacGyver riesige Idole von mir sind und eigentlich sehe ich mich in so einer Linie mit denen. Nee, tue ich nicht. Nein, tue ich nicht. Es geht eigentlich nur hier um den Outback und das, was ich davon halte. Ich bin nämlich weder Crocodile Dundee noch MacGyver. Ich bin einfach nur der olle Typ, der euch die Karre hier erklärt. Und ganz im Ernst, ich kritisiere ja MacGyver nie. Würde ich nicht tun. Aber den Volkswagen-Konzern und andere Stellantis genannte Großkonzerne, wobei die es eigentlich auch ganz gut machen, jedenfalls oft dafür, dass Auto inzwischen ja so eine Sache geworden ist, die sehr ähnlich ist. Keiner traut sich mehr, ein edgy Design zu machen, was irgendwie mal anders ist, was eckig ist, was vielleicht so ein hochgebockter Kombi ist, ne? Aber mit Subaru ist es eben anders, weil wenn ihr da draußen kritisiert, ja, alle Autos sehen zugleich aus, ich kaufe mir ein Passat Alltrack oder ein Audi Allroad, da seid ihr hier halt mit der Optik sehr gut abgeholt, finde ich. Ich stehe auf die Optik, die ist anders, die gefällt bestimmt nicht jedem, muss sie aber auch nicht. Und wenn man die Verkaufszahlen sieht, die Subaru da einplant, dann werden sich 750 Leute finden. Vor allem so bei mir im Schwarzwald, ne, zum Beispiel, oder irgendwelche Vertreter, raus aus dem Anzug, rein in Blaumann, rauf aufs Feld, rein in den Wald, ist das halt eine richtige Allzweckwaffe. Und naja, war es vielleicht noch vor ein paar Jahren so, wo man gesagt hat, ja, die Technik da innen, aber die kann nicht mithalten, ist nicht mehr so. Assistenzsysteme, super. Mega kultiviertes Fahrverhalten. Einziger Kritikpunkt, der Sauger da drin, der Saugboxer mit dem CVT, der verspricht vom Sound her ein bisschen mehr, als er dann halten kann. Das ist natürlich relativ viel Hubraum, konzeptbedingt, aber nicht so viel Leistung. Das ist eher ein Auto fürs Cruisen, als jetzt, um mega viel Fahrspaß zu haben. Aber im Wald reicht es allemal, vor allem mit dem Allradantrieb, mit dem Intelligenten da drin, muss man allerdings wissen. Ansonsten kann ich kaum was kritisieren. Ach so, zum Preis müssen wir noch kommen, ne? Das Auto liegt relativ genau zwischen 41.000 und 46.000 Euro. Zu viel Konfigurationsmöglichkeiten gibt es nicht. Die Ausstattungslinien habe ich euch erzählt. Und der beginnt bei Trend bei 40.890 Euro. Der Vorgänger war, glaube ich, 2.000, 3.000 Euro günstiger, hatte allerdings weniger Ausstattung, wie das ist im Leben. Hier ist Platinum, sind wir bei 45.990 Euro. Exclusive Cross ist ein Geheimtipp, konnten wir euch heute leider nicht zeigen. Ist noch so ein bisschen lifestyleiger, würde ich sagen. Und so viel Ausstattung kann man da dann gar nicht mehr reinkonfigurieren. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen Internet-MacGyver-mäßig für euch den garantiert besten Leasingpreis. Hier seid ihr allerdings gelandet bei dem Crocodile Dundee, der Automobiljournalisten. Das ist kompletter Bullshit. Aber bei dem Typ, der ein bisschen anders sein will, der auch euch mal zum Lachen bringen will, euch trotzdem die Karren erklären. Wenn euch das gefällt, dann abonniert gern den Kanal. Wenn euch Jesse gefällt, dann abonniert auch den Kanal. Irgendeinen Grund muss er immer geben im Leben. Und sonntags wird es jetzt immer so ein Highlight-Halo-Video von uns geben, wo wir uns so ein bisschen was anderes für euch ausdenken. Das sind doch genug Argumente, oder? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Habe ich schon gesagt, dass ihr den Kanal abonnieren sollt? Macht das. Ja, und bis bald in einem anderen Wald. Ciao, tschüss.